Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, neu aufgerüstet, auf geht's, ne? Ich hoffe, wir haben heute mal ein bisschen mehr Glück, also ich zumindest. Ja, habt ihr fleißig geschrieben, der Erwin so, ja, da habe ich mal so einen Platscher gemacht, so einen Zeitlupenplatscher, ne? So ungefähr mit dem P16. Manche mögen den anscheinend, ne? Manche nicht. Habe ich auch schon mitgekriegt. Also hier so Sven und sowas, ne? Die mögen das. Den anscheinend. Und der Stefan meint, es Müll. Also so kann man mal sehen, wie unterschiedlich so die Geschmäcker sind von denen. Und aber ich lasse mich davon nicht beirren. Ich würde ihn erstmal eine Weile behalten. Ich würde mal gucken, dass ich da auch meine Erfahrung habe. Am Ende sage ich ja immer gerne, will ich ja eh alle haben. Der Werner schreibt, der fährt immer hier nach Süden, um darüber zu machen. Meint ihr auch letztes Mal, den Weg finde ich ja auch ganz interessant, ne? Oder hab's so angedeutet. Deswegen will ich den mal fahren. Ich habe mir auch die Schlammreifen drauf gemacht, weil ja viele so am Mäkeln waren. Ich würde es mal so ausprobieren. Ich weiß noch nicht so richtig, wie das Ganze so funktioniert, aber ich lasse mich hier erstmal nicht so aufhalten und wir nehmen hier einen wunderschönen Weg. Ich habe auch hinten mal was markiert, aber ich weiß noch nicht, welchen Weg ich denn da so richtig fahre. Wie ging es denn jetzt hier so lang? Wartet nicht. Ah ja, da geht die Straße rein. Weißt du, da hinten. Aber ich weiß nicht, ob ich den oder hier außen lang. Ich würde da gerne mal, also wenn ich mir das mal hier so markiere, damit ich das weiß, wo es lang geht, vielleicht den Weg fahren. Wenn es geht. Ich würde mir zumindest mal angucken, ob das ein Gaudi ist oder eben nicht. Siehst du? Und wenn wir davon reden, jeder hat so seinen eigenen Geschmack. Gerade bei der Aufnahme, schreibt der Gamer, ich würde den ANK eigentlich verkaufen, da ich er auch nach eigener Erfahrung viel zu leicht umkippt. Ja. So hat eben jeder so sein, ne? Damals hieß es, kauf den, der ist cool. Jetzt heißt es, der ist doof. Und andere sagen so, nee, der ist voll cool. Also, weiß ich nicht. Das ist, ich mache bisher noch meine eigenen Sachen. Ist ja eh, ist ja mein Let's Play, ne? Steht ja Sioni dran, deswegen falle ich ja auch mal alleine um. Und da war die Aufnahme kurz mal weg gewesen. Bin nämlich aus Versehen rüber geswitcht und habe dann mit der Maus klicken meine Aufnahme-Teil ausgemacht. Bin mal gespannt, ob ich denn die Aufnahme überhaupt kriege. Wenn nicht, sage ich heute auch nochmal guten Tag. Euch so. Ich bin noch voll am Machen und am Tun. So. Und der Nice hier so geschafft. Bin mir gespannt. Das müsste ja hier mit dem Matsch eigentlich richtig gut gehen. Hm, ja, geht so, ne? Hieß wohl nicht so sein Metier. Von dieser Reifen. Boah. Sind aber auch kleine Findlinge, die da liegen, ne? So, und ich habe mir das ja außen markiert, weil ich ja mal denke, vielleicht kommen wir ja da auch irgendwie lang. Auf jeden Fall ein coolerer Weg, glaube ich. Ich weiß auch gar nicht jetzt, tut mir leid, weil ich habe mir noch nicht alle von euch durchgelesen, ob der Werner das hier so geschrieben hat. Wenn nicht, hast du Duty geschrieben, dann mache ich das so, wie du sagst. Hast du das nicht geschrieben, ist das so eine eigene Erfindung hier gerade. Okay. Oha. Ah, ein ganz schöner Matsch hier, den ich mir antue. Nicht mehr so tief. Bin mal gespannt hier. Also auf jeden Fall ist es sehr vorteilhaft, da ich gerade die Reifen genommen habe. Nicht die anderen Reifen nehmen anscheinend.
Wenn ich jetzt hier noch auf den passenden Weg komme, dann... Okay, ja, er springt aber auch ganz schön, ne? Wie unser alter Kahn. Ah, jetzt fahren wir zumindest nicht über den Berg. Weiß nicht, ob es einen Vorteil hat. Beim Berg ist ja immer so die Gefahr, man könnte umfallen. Ob man denn auch umfällt, ist eine andere Sache. Bei mir denn ist immer die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich umfalle. Aber es geht bestimmt nicht mir so. Ich sag mal so, es gibt bestimmt einige Let's Player, die... nicht nur einige, die das niemals zeigen würden, dass sie auf der Partei versagen, aber dass sie eben dann so Fehler machen, umfallen und das dann am Laufband. Aber ich glaube, jeder, Hand aufs Herz, jeder würde kennen, wenn es einmal passiert, dann passiert es öfters. Und es ist keine schöne Sache, aber die passiert leider. Ich glaube daran. Ich weiß gar nicht, wann ich vorne ankomme hier eigentlich. Okay. Wartungsauto. Ja, da wollen wir nicht. Ah, jetzt sind wir schon hier mal hier unten, okay. So, bevor ich jetzt wieder meine Aufnahme aus Versehen ausmache, belassen wir das erstmal so. Okay. Darf da nicht so viel klicken. Aber mit dem Matschreifen ist das denn schon so... Er hat natürlich auch ganz schön Power, ne, muss man sagen. Auch so, also hinter den, wenn der durch Matsch fährt, möchte ich jetzt aber auch nicht stehen, ne. Das könnte ein bisschen dann modderig werden, ne. Also, das ist wie so ein Schokofest ohne Schoko, wenn der da so pam ins Gesicht haut. Jetzt nicht so geil, glaube ich. Außer man steht darauf, ne? Gibt ja so welche, die so Schlamm catchen oder so. Die würden das dann natürlich ordentlich feiern, ne? So, hier der Flusslauf. Hey, ist schon cool gemacht. So manchmal das Gefühl, dass die Winde gar nichts mehr macht so richtig. Ja, man merkt natürlich denn, wenn ich hier mit Automatik durchfahre, ist das natürlich auch ein anderer Verbrauch, ne? Dann verbrauchst du natürlich 10.000 mehr. So, mit dem Scout sind wir mal hier links rechts lang. Oha. Oh. Ja, Schwimmer, ne? Schwimmunterricht hier. Eieiei, also so tief war ich auch noch nicht. In der Pfütze. Ha. Auch nicht schlecht, ey. Mal was Neues. Ich habe mich ja so erschrocken, dass es zu tief runter ging. Ich dachte erst, das wäre so Fehler Number 2. And 3. And 4. Weiter kann ich nicht zählen. Also auch nicht in Deutsch. So. Na geil, ne? Ich habe zwar die Kurve verpasst, aber jetzt sind wir hier mit ein paar Liters.
Sondern auch hier. Wichtig wird natürlich für uns sein, dass wir auch denn hier so bleiben und uns das auch erarbeiten, dass wir hier auch bleiben, ne? Also wenn wir jetzt umfallen, wird es natürlich immer teurer. Aha. So. Hier haben wir schon mal einen, mit dem wir ja tanken könnten. Beziehungsweise ich bin eigentlich rausziehen. Hier oben fehlt ja auch noch ein bisschen was. Und auf der Hauptstraße bringen. Ja, wir fahren hier erstmal ganz gemütlich lang. Erstmal hinkommen ist ja auch wichtig. Nochmal, ich muss mir jetzt mal anders markieren hier. Ich glaube, die hatte ich ja alle schon genommen, ne? Aber wenn wir den nämlich auf der Hauptstraße kriegen, dann wäre das ja eine coole Sache. Weil dann wäre ja Punkt Nummer 1, das, was ich eigentlich ja auch so tun und machen wollte. Mit den Anhängern, dass man denn da... Oh, ist aber eine enge Sache hier. Okay. Okay. Ja. Man halt mal so ein bisschen gucken. Muss mal gucken, nicht, dass hier noch einer macht. Und der P16, ah, jetzt hier zweite Meinung von Gamer. P16, meine Meinung, ein guter Truck. Siehst du, jeder hat eine andere, ne? Wobei er keine Aufsätze haben kann, nur noch den hohen Sattel auf Flieger oder Holz auf Ballfront. Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen. Aber so hat jeder ein wenig so sein. Aber ganz ehrlich, also wir haben ja jetzt hier gar kein Dings drin. Das heißt, wir machen uns jetzt hier nur mal voll tanken. Bei denen hier, anders geht es ja eh nicht. Oh. Wenn nicht, da drunter fällt es hier. So, dann werden wir uns mal... Und den mal voll tanken hier. Dankeschön. So, und dann werden wir mal gucken. Also, wir haben hier auch noch einen Tankauflieger. Oder was ist das? Tankanhänger. So, was ist das hier für einer? Das ist ja ein großer, ne? Die großen erkennen wir schon. Drei Stück hieß es. Ne, da ist noch ein Upgrade. Wer hat dieses Upgrade nicht gefunden? Ich. Und warum nicht? Aber ich darf mich jetzt nicht verrückt machen lassen, ne? Hier, diesen Tankanhänger, den könnten wir runterziehen auf die Hauptstraße. So, das heißt, wir fahren jetzt hier unten einmal lang. Ne, hier so einmal durch. Hier so und erstmal hier so. Zum Tankanhänger. Die Frage ist natürlich jetzt auch, ich bin ja hier sehr eng durchgekommen, ob da auch so gelassen wieder runterkomme. Oh, wenn der Kreis wie, keine Ahnung was. Naja, jetzt sind ja auch die fetten Reifen, ne? Was willst du dafür einen Wendekreis haben? Also ist ja klar, dass du da jetzt keinen Burnout machen kannst, oder? Okay. Also mit dem Baum ranziehen, das schaffst du denn schon, ne? Also dann hast du da ordentlich. Und wir sind ja jetzt mehr oder weniger auf einer Rettungsaktion, ne? Mehr oder weniger. Eigentlich weniger. Wir sind mehr oder waren heute mehr beim Schwimmunterricht. Ah, hier fehlt irgendwie was. Ich lasse mir jetzt hier davon nicht einlohnen. Ich weiß, dass ich hier lang komme. Nein.
Nee, der schafft dieses Tempo. Dauert nur. Ist auch leicht grün, das Wasser. Ich will nicht sagen, dass das Entengrütze ist, ne? Aber garantiert. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Weg jetzt hier unbedingt nehmen muss. Aber wahrscheinlich, um einfach mal zu zeigen, dass wir hier das zweite Mal schwimmen gehen können. Gehen wir viel Wasser, wie wir so hochschaufeln, wa? Das wirklich so ist. So, das eine wäre dann durchgedreht, ne? Dafür setzt ihr die Kurbel schön wieder. Und wahrscheinlich verrostet denn. Aber so zumindest schön. So, Katze, was ist mit deiner Welt jetzt hier? Du wolltest mal gucken, was der Papa macht oder was? Du machst die Mikrofone immer so ein bisschen hin und her, mein Junge. Ist dir egal, ne? Hauptsache du reibst dich irgendwo. Du kannst kuscheln. Ja. Du machst wirklich das Mikrofon hier hin und her. Du Eierkopf. Schnurr mal hier rein. Schnurr mal hier rein. Alt Dude. Ist dir egal, ne? Hauptsache glücklich. Gut. Du alter Schnorrer. Ah, wir sind ja hier seit meinem Haus wohnen. Ne? Sind ja Anfang Dezember umgezogen. Haben die Katzen noch nicht so einen Genuss hier mit Treppe steigen, ne? Also, die wissen zwar eine Treppe. Und sollen auch hier oben so nicht so ins Schlafzimmer wegen Haare und sowas, ne? Mag ich denn nicht so doll. Aber sonst können die hoch und dadurch, dass die denn das irgendwie im Kopf nicht so richtig haben, hat es jetzt Ewigkeiten gedauert, dass die so von alleine dann auch mal so nach oben kommen, weil hier, sag ich mal, so das Zimmer lasse ich offen. Wenn ich hier so mal eine Runde mit euch spiele, ne? Aber sonst, er kommt die eben selten. Aber heute ist er gekommen, der Oscar. Soll ja auch mal so sein. So, und jetzt geht er auch schon wieder, der Oscar. So. Wir wollen den Anhänger hier runterzotteln. Wenn wir natürlich dann auch sehr, sehr... Was denn du da? Bist du da Annalene? Annalena, so. Aber ich muss mir jetzt hier mal konzentrieren, weil sonst wird es nämlich wieder ganz, ganz kritisch. So, und wir müssen ja hier auch irgendwie wenden, ne? Naja, das geht ja ordentlich noch, ne? Anje Koppe. Oha. Wollte schon sagen, das wäre ja jetzt fast in der Hose, Jan. Also ich muss eigentlich nur einen Weg runter und dann hier irgendwo hinmachen, ne? Und dann kann ich mir den britischen Auflieger, den langen, mitnehmen. So, ich mache das aber langsam, weil ich hier keinen Bock habe auf Überraschungen. Zumindest nicht gegen Ende. Das wäre nämlich jetzt echt ein bisschen uncool. Wenn wir jetzt hier noch so eine Kamikaze, ich fall nach unten Aktion machen würden. Nur weil ich wieder abgelenkt bin oder weil die Katze jetzt hier komplett auf mir drauf eskaliert. Das machen wir nicht. Deswegen auch Licht an. Hier fahren wir schön gemütlich rum. Mehr eindenken können wir gar nicht. Ja, wir mussten ja den großen Bogen fahren.
So ist es. Gut. Damit schaffen wir es, ne? Jetzt müssen wir den nur irgendwie am Rand stellen. So dass wir hier mit einem auch vorbei können. Ich würde sagen, hier sind, ne? Oh. So. Das ist doch gut, ey. Das sieht doch gut aus, ne? Dann können wir hier schon mal tanken. Ein bisschen was haben wir ja schon nachgetankt, ne? Ist klar. So, aber wir können uns auch erstmal lösen. Jetzt müssten wir da vorwärts oder rück. Warum ist denn der so beschissen hier drin? Okay. Ja, der kann ja was werden, den richtig rauszuziehen, ne? Achso. Ja, da hat man natürlich dann keinen Rückwärtsgang. Ach, da ist aber drauf. Eisen und sowas. Haben wir die Quest hier? Die haben wir doch eigentlich auch schon mal angenommen. Oder nicht? Ich würde ja auch gerne hier dieses Upgrade sehr interessieren. Ich denke mal, das könnte man von hier oben so runter machen, ne? Mal nur davor. Hier so hin. Den denn da so? Na da. Ah, ich wette, ja, hier gibt's auch noch so ein. Ich hätte Pritsche mitgenommen, ne? Wenn er leer gewesen wäre, aber noch brauchen wir es nicht. Da haben wir es irgendwann. Kann auch jetzt hier noch geradeaus fahren, ne? Ja. Wo die Nacht jetzt in mir kommt. Und ich mich sehr, sehr wunder. So. Natürlich auch sein, dass das ja nicht so geht wegen weil der Zufahrt gesperrt ist. Ah, jetzt sehen wir ja jetzt gleich. Holzplanken irgendwas? Bietet er mir ja da auch an, ne? Also irgendwas Konzernwachstum. So. Jetzt sind wir hier. Da hinten Holzstation. Ja. Ich muss ja mal dann gucken, da ich auch hier irgendwie Benzin drin habe. Also, wenn ich jetzt hier so runter mache, ist es da. Er sieht irgendwie easy aus hier. Ich muss ja hier noch rein, oder? Ja, gut, dass er natürlich hier jetzt ein übelstes Morast ist, das natürlich ein bisschen doof, ne, für andere. So, wir nehmen uns das mit. Für wen ist er denn? Für den Ford. Okay, cool. cool. Ja, war ja ganz gut. Ich weiß nicht, ob wir denn Nordbrücke. Nehmen wir mal Motor aus. Nordbrücke ist ja denn da. Okay, also wir hätten hier einige Sachen, die wir strukturmäßig, weiß auch nicht, hier harte Verhandlungen oder sowas, ne?
Ist denn hier harte Verhandlungen? Braucht auch Holzplanken? Ne? Das ist. Ach so, nee, das ist ja die. Ah, okay. Das heißt, wenn wir jetzt hier außen rumfahren und da. Ja, lass das mal machen. Vielleicht ist das ja auch ganz okay. Vielleicht finde ich auch die nächsten Tankanhänger. Aber einen haben wir ja. Zweiten kommen wir irgendwie irgendwo auch dahin. Aber ja, ne? Wissen wir mal Bescheid, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und hoffen, dass es jetzt einigermaßen wieder in Ordnung, nicht umfallend geht. So, Schwimmunterricht ist okay. Aber umfallen, nicht so geil. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.